Einen schönen guten Abend, Herr Wagner. Guten Abend. Herzlichen Glückwunsch zum Preis der Leipziger Buchmesse. Was bedeutet Ihnen dieser Preis? Na, schon die Nominierung, schon die Tatsache, dass ein Lyrikband auf der Liste der Nominierten stand, war für mich im Grunde ein Preis oder ein Gewinn, weil ich die Hoffnung hatte, dass das mit der Nominierung mehr Licht fällt auf die Lyrikszene generell. Es ist einfach so, dass seit 15 Jahren in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum eine wunderbare, vielfältige Lyrikszene existiert, die alle Aufmerksamkeit verdient hat. Es gibt also eine Vielzahl jüngerer Dichterinnen und Dichter, die experimentell schreiben, politisch schreiben, Naturgedichte machen, narrative Gedichte. Und meine Hoffnung war, dass mit der Nominierung mehr Leute ein Bewusstsein dafür entwickeln, was für ein Reichtum da liegt und was einfach nur aufgeschlagen werden muss, was man einfach nur nehmen muss und lesen muss, um sein eigenes Leben mit Gedichten zu bereichern. Und die Tatsache, dass jetzt sogar ein Preis daraus geworden ist, könnte, das ist meine Hoffnung, dazu führen, dass noch ein bisschen mehr Licht auf diese sehr, sehr vielfältige und sehr reiche, abwechslungsreiche Lyriklandschaft fällt. Regentonnenvariation heißt der Titel Ihres Gedichtebandes. Eine sehr schöne Wortkreation. Gibt es da eine Geschichte dazu? Naja, es ist ja immer das Problem, wenn man ein Manuskript zusammenstellt von Gedichten, was wird das Titelgedicht? Und in diesem Fall war es so, dass das Gedicht Regentonnenvariation, das ist ein kleiner Zyklus von 14 Mini-Gedichten sozusagen, die alle um eine Regentonne kreisen, existierte und für mich ein idealer Titel für den Gesamtband war, weil in diesem Wort, in diesem neuen Wort zwei Dinge zusammenkommen, die mir sehr wichtig sind beim Schreiben von Gedichten. Man hat das ganz banale, alltägliche Objekt, die Regentonne, die im Grunde im eigenen Garten in irgendeiner dunklen Ecke steht, die man übersieht, an dem man vorbeiläuft, und man hat die Variationen dazu, also ein Anklang des musikalischen Elementes, sodass das Banale, Gewöhnliche, ganz Weltliche zusammenkommt, zusammentrifft mit dem musikalischen, sprachmusikalischen des Gedichts. Und dass beides in einem Wort zusammenfindet und dann auf den Titel des Bandes findet, war für mich im Grunde ein Glücksfall. Und also kein Titel, den ich gesucht habe vorm Schreiben, sondern der dann sich anbot, als ich das Manuskript zusammenstellte. Ihre Gedichte werden ja auch als Sehstücke bezeichnet. Führen Sie uns sozusagen in eine neue Schule des Sehens ein? Für mich war es immer so, ich habe immer Gedichte geliebt, die genau das leisten, die im Grunde die Dinge der Welt und die Sprache über die Dinge der Welt so neu vor Augen führen, dass man auch die Welt ganz neu sieht nach dem Lesen des Gedichts. Ein gutes Gedicht hat der walisische Dichter Dylan Thomas, den ich immer sehr verehrt habe, einmal gesagt, ein gelungenes Gedicht oder jedes gelungene Gedicht ist ein Beitrag zur Wirklichkeit, weil die Wirklichkeit nie mehr so ist wie vorher. Und das ist so. Ich glaube, ein gelungenes Gedicht kann uns neu lehren, zu staunen über das, was uns umgibt, lädt dazu ein, die Dinge neu zu sehen und neu in Sprache zu fassen, oder die neue Sprachgefasstheit des Gedichts lädt dazu ein, sie neu zu sehen. Und damit fängt auch im Grunde ein neues Denken über die Welt ein, über das, was uns umgibt. Sie sagten auch, dass das Gedichteschreiben einem magischen Akt gleichkommt. Das fand ich sehr spannend. Wie müssen wir uns das vorstellen? Es ist natürlich nichts damit zu tun, dass man Kaninchen aus dem Hut zaubert oder so. Es ist im Grunde eine Magie zweiter Ordnung. Es ist eine Magie, die ich zuerst erfahren habe, als ich mit 15 Gedichte von Georg Trakl las, von Georg Heim oder von dem besagten Dylan Thomas. Ein Augenblick, in dem man überwältigt ist, in dem man berauscht ist von Sprache und doch zugleich im Grunde ganz nüchtern die Dinge neu sieht. Also ein Augenblick von großer Berauschtheit und Nüchternheit in ein und demselben Moment. Das geschieht einem, wenn man gute Gedichte liest. Und das ist etwas, es ist eine Art von magischem Erleben. Sehr für oft, mich immer gewesen. Ja. Sehr, sehr oft bewegen wir uns mit Ihnen ja auch in der Natur. Also es geht da zum Beispiel um den Girsch, der wuchert, der alles verschlingt, sogar sich selbst. Sehen Sie so das Leben? Dass alles verschlungen wird, meinen Sie? Ja, zum Beispiel. Im Falle des Girsch ist es ja so. Der Girsch, in dem die Gier schon enthalten ist, wunderbarerweise, er verschlingt ja all das, was im Garten ist und treibt Gärtner zur Verzweiflung. Das ist ja das, was den Girsch ausmacht und was im Grunde im Gedicht nachgebildet wird, in dem dort eben der Sprachgirsch beginnt, die Gedichtformen und die Sprache zu verzehren. Es endet ja alles mit Girschen, Girschlauten,
erst mit Halbreimen Giersch, Geräusch, Garage und so weiter, bis nur noch der Giersch bleibt und das ganze Gedicht Giersch ist. Aber ich sehe nicht so die Welt. Das Wunderbare ist, dass man die Welt immer neu sehen lernt mit jedem Gedicht. Alles kann zum Gedicht werden. Jeder Gegenstand, jede Figur, jedes aufgeschnappte Zitat im Bus oder in der Bahn, jede historische Figur oder gerade Randfigur kann im Grunde eine Einladung sein, wenn man ein Gedicht über sie schreibt, die Welt neu zu sehen und neu zu erfassen. Und das ist das, was Gedichte auszeichnet. Und es lohnt sich auf jeden Fall, mal einen Blick darauf zu werfen. Ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses Gespräch, Herr Wagner. Ich danke Ihnen.